Die schönsten Momente an der Uni sind für mich diejenigen, in denen man diesen Ort wirklich als einen Ort des gemeinsamen Lernens von Studierenden und Dozierenden erlebt. Das findet man in Bern. Man begegnet sich außerhalb des Hörsaals, vertieft die Themen, die einen beschäftigen, bei einem Kaffee in der Mensa. Wir verstehen unsere Fakultät als einen Ort des gemeinsamen Lernens und Denkens. Diese Nähe von Studierenden und Dozierenden nehme ich auch als sehr positiv wahr. Außerdem können wir in die Praxis eintreten, zum Beispiel Vorlesungsreihen im Haus der Religionen oder in außeruniversitären Institutionen besuchen. Ich erlebe im Studium eine große Freiheit, mich zu zeigen als Person und mit meiner Position. Sei es im Seminar, wo da verschiedene Positionen und Personen zusammenkommen und man diskutieren kann und zusammen weitergehen kann. Oder auch für mich persönlich, wenn ich in der Bibliothek bin und lesen kann und für mich vertiefen kann, was mich wundernimmt.